Einen wunderschönen Montagabend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Life is Feudal. Wie immer mit unserer Stammbesetzung Graman Rachmador. Moin. Barock Zombold. Kuckuck. Silkene. 16 mal 21. Sunny. Hallo. Und natürlich wieder euer Schattenwolf. Ja, was haben wir heute vor? Beziehungsweise ich habe heute erfahren, was die Jungs die letzte Woche getrieben haben. Ihr seht es da hinten am Horizont, diese riesengroße planierte Baustelle. Sie wird noch viel, viel größer. Das ist nur die Hälfte. Mhm. 16 mal 21 ist der Bergfried. Und mich haben sie dazu verdonnert, jetzt mal ein bisschen zu skillen, was ich auch machen werde. Ich bin wieder an der Steinmine und werde jetzt A, erstmal hier ein bisschen noch Erde rausschippen. Und im Anschluss B, dann anfangen, ein bisschen Mauerhandwerk zu betreiben. Beziehungsweise Architektur. Tja, und alle anderen werden wahrscheinlich erstmal weiter schippen. Ja, ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich meine Mine hier wieder abgestützt kriege. Hier ist wieder so viel zusammengebrochen. User was moved to your channel. Kuckuck. Hey. Ah, das ist feste Erde. Die hat doch eine etwas bessere Qualität. Also für alle, die sich jetzt gerade gewundert haben, der Herr Salentin ist jetzt auch im Chat. Hm? Der kommt gleich online. Mit einem freundlichen Bing! Barock, machst du wieder Mentor? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken. Mauerhandwerk, Burgmauer. Wie ihr sehen könnt, das kleine Ding ist ein bisschen kleiner. Und unsere Gruppe ist mal wieder so ein bisschen paranoid geworden. Bin wieder Mentor. Es ist nämlich gerade eben auch schon das Wort gefallen, wir wollen unsere Stadtmorde aushaben. Wollen wir? Wieso strahlt meine Fackel wie so ein Flakscheinwerfer? Ist das neu? Die strahlt irgendwie nach hinten weg. Da hast du Blumeffekte drin. Ja, die habe ich schon immer drin, aber irgendwie war das nicht so extrem wie jetzt. Ich glaube, es gab kein Update. So, dann wollen wir mal gucken, was die gute Mauer aus Stein eigentlich braucht. Steine. Wenn ich bedenke, wie lange ich allein für das Setzen der Baustelle brauche. Ja, du sollst die ja nur skillen und nicht fertig bauen, ne? So, dann gucken wir mal. Architektur, Gebäude errichten. Wo war die nächste Granitmine? Berg. Was willst du mit Granit? Du sollst einfach nur Steine reinschmeißen. Ja, das kriege ich auch hin. Ich brauche Granit. Also eine Burgmauer. 10 Holz, 1200 Stein. Das ist kein Problem. Metallbänder, 10 Stück. Du sollst die nicht fertig bauen. Ich weiß. Ich finde das aber trotzdem teuer. Ja, darum bauen wir sie auch nicht. Wir bauen ja nur den Bergfried. Gut, ich organisiere mal eben noch kurz einen Karren. Mal gucken, ob der leer ist.
Wo ich gerade hier bin, kann ich auch noch mal schnell zur Schule gehen. Hier rollt ein Wagen durch die Gegend. Ich bin ein bisschen lauffoll für oben in der Mine. Was, nimmst du den Wagen mit in die Mine? Oder ja, was? Der passt da rein. Wenn du meinst, du dazu musst. Du, ganz ehrlich, wir haben jetzt die Zeit 10.089. 10.089, da bist du aber weit in der Zukunft. 1089, Entschuldigung. Und da kannten die Bergleute schon das Prinzip einer Loro und Gleise und so. Das siehst mal, wie dumm unsere Leute sind hier. Na, frag mal die Harzer. Welle hattest du gemacht? Nein. Ja. Erst sagt er macht die und dann macht er sie nicht. Soll ich dann jetzt das machen oder machst du das? Ich gehe. Aber Tiere hast du alle fertig, ja? Tiere sind alle fertig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die fressen uns die Äppel weg. Ja, dann müssen wir mal Äpfel pflücken. Nicht immer nur reinschmeißen. Dann doch eben noch 3 Pferde. Wer hat mein Pferd geklaut? Wollt mich doch verscheißern. Geht's wieder auf der Mauer? Nee. Valentin guckt auch gerade so in die Gegend rum, als wenn er keins hätte. Du könntest auch eins brauchen. Darum nennt sie ja Kavallerie. Ja, wir haben doch noch normale Hengste, oder? Nein. Die brauchen wir alle zur Zucht. Apropos, hast du beim Pferdestall auch geguckt, Jojuka? Alle Ställe. Auch den in der Stadt mit den Pferden? Da habt ihr Pferde drin, seit wann das? Ungefähr 50 Wochen. Nein, den in der Stadt habe ich noch nicht kontrolliert. Okay. Ich mach. Alles klar. Huch, wo haben wir die zweite Stute her? Doch, hier wäre ein Pferd übrig. Echt? Wir haben jetzt 3 Hengste und 2 Stuten hier drin. Eine Stute ist neu geboren. Dann hier, warte, lass mich mal eben gucken. Guck ich mal eben, welchen ich da rausnehme. Ja, den 14, Qualität 44, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja. So, was haben wir denn da?
Also, Sunny kriegt ein Pferd. Ja. Der andere ist immer noch auf 59. Der will nicht steigen in der Qualität, das Schwein, ne? Ja, hängt von den Äpfeln ab. Wenn wir bessere Äpfel hätten, würde das schneller gehen. Der hat Qualität 78. Und ihr habt da oben ganz schön Kahlschlag betrieben, habe ich gesehen. Ja, wir brauchen ja auch die Fläche. Von den Kühen könnte was geschlachtet werden. Sind 8 von 8 drin. Okay. Ein geflecktes Pferd. Scharfe Schweine gehen noch. Da ist noch 2 Platz. Oh, habt ihr diesen Aufstand da mitgekriegt mit dieser ollen Nazi-Glocke in der Kirche irgendwo im Rheinland oder was? Nee. Was? Ach, da ist noch so eine alte Kirche. Und hier, da hängt noch so eine Glocke drin, wo noch draufsteht wegen Adolf Hitler mit Hakenkreuz und so, ne? Und jetzt machen da irgendwelche Leute einen Aufstand, dass das Ding ja wohl da nichts zu suchen hätte und eingeschmolzen werden muss und so. Ja, es kommen ja auch so viele Leute hin und gucken auf eine Kirchenglocke, die oben im Turm hängt. Tja. Ja, das ist, ne? Irgendwelche Linken haben das jetzt als rechten Sumpf bezeichnet, dieses Dorf und so. Und das ist. Ich habe das nur so halb mitgekriegt, aber. Weiß nicht. Muss man wegen der scheiß Kirchenglocke so einen Aufstand machen? Nö. Vor allem die seit, was, 80 Jahren da hängt? Ja, so ungefähr. Das ist nur wirklich der größte Quatsch. Ach, das ist doch wie in Amerika, wo sie. Lesen die Global überhaupt? Ach, da hast du Ups, Entschuldigung. Wo sie in Amerika die Statuen von den Südstaaten-Generälen jetzt abreißen, weil, oh mein Gott, die waren ja für Sklaven. Du kommst wegen den Lecks nicht voran, so schlimm heute bei dir, oder? Ja, der hat ganz schön durch die Gegend gezuckelt. Ich kann dir eins mitbringen. Valentin, ich stell's oben hin. Du musst mir auch eins holen. Machen hier deine Nachbarn heute auch viel Internet oder was? Oder einfach nur Kackleitung momentan? Zwei Mbit, jo, läuft. Sollte aber für Life is Hürdel reichen. Eigentlich schon, ja. Aber nicht, wenn da 10 Leute dran sitzen. Ja, damit senken. Aber er zuckt doch gar nicht, er läuft hier doch ganz normal. Okay, er zuckt. Leute reichen auch bei 2 Mbit.
Ich bin gespannt, wie viele Felder ich diese Woche schaffe. Barock? Ja. Ich habe aus der Lederkiste. Was habe ich denn da? Leinenstoff und Lederstreifen rausgetan und in den kleinen Wagen vorne dran gestellt. Okay. Weil die Kiste war voll. Wie kann das denn? Verbraucht ihr nichts mehr? Wenn es dickes Leder ist, immer wieder gerne für Reparatursets. Ich werde diese Woche mal eine Strichliste machen, wie viele Felder ich schaffe, auf 38,9 zu bringen. Indem ich immer nur geradeaus da diesen steilen Hang weitergrabe. Jetzt auch eine Fuhre Flachsamen noch an, Flachstängel noch an. Oh. Okay, Salentin kommt wahrscheinlich gleich wieder, Spiel ist abgeraucht. Irgendwie habe ich ja schon Mitleid mit ihm. Warum? Was ist das? Ich hätte normalerweise auch solche Probleme. Okay. Aber wir haben bei uns die Glasfaserleitung so langsam vorbereitet. Ein Glück, du. Oh ja. Oh ja, vor allen Dingen, ich habe mein Internet jetzt auch abgedatet. Ich krieg jetzt auch eine, hust, hust, 50 bis 100.000er Leitung. Ich wüsste gerne, warum ihr da rumheult. Ich habe eine 16.000er und komme super mit klar. Ich habe auch ein, ich habe, was habe ich denn? Auch eine 16.000er, aber 13.000 kommen hier an. Ich meine, gut, für die Uploads der Videos und so könnte die ein bisschen schneller sein. Ja, okay. Vor allem der Witz ist, aufgrund des neuen Vertrages spare ich bis zu 10 Tacken. Und kriegt dabei eine Leitung, die fast das Fünffache von der jetzigen ist. Ja, aber nur im ersten Jahr. Ja, und im nächsten Jahr kostet es mich immer noch 5 Euro weniger, als was ich jetzt zahle. Also der neue Vertrag, den ich gemacht habe, ist pralle. Bessere Leitung, weniger Geld. Und das Allerschönste ist, ich spare mir die Zusatzkosten für einen Router und so. Aber aufgrund meiner alten Wohnung ist der Router, den ich jetzt hier stehen habe, nämlich kompatibel. Ne, ich brauche auf jeden Fall für die neue Leitung, die ich Montag bestelle. Ah, shit. Brauche ich einen neuen Router für 30 Euro. Das übernimmt der Anbieter. Ja, das ist ja. Wir beide haben ja den gleichen, oder? Ich glaube schon, ja. Hey, wieder da, juhu. Ja, das ist ja bei unserem Anbieter glücklicherweise ein Vorteil. Wenn man bedenkt, was der Router sonst im Handel kostet, heieieiei. Ja, ich wollte sowieso mal gucken, ob die dann auch wirklich einen Dualband-Router oder so haben. Dann kann man vielleicht auch mal streamen oder so, ne? Das würde sich mit der neuen Leitung definitiv vielleicht lohnen, aber... Ja, aber du brauchst auch einen Router dafür, ne? Du kannst nicht einfach so ein mit einer Single-Leitung vernünftig streamen. Da brauchst du schon Dualband-Router. Ich kenne mich da nicht ganz so mit aus. Beschäftige ich mich erst seit kurzem mit. Ich bin ganz ehrlich, mich interessiert es ehrlich gesagt nicht, live zu streamen. Dein Pferd. Steht hier vorne neben dem Karren. Na toll. Wie, na toll? Er meint, er braucht kein Pferd. Warum hat er dann gesagt, dass ich ihn jetzt mitbringen soll? Reine Schikane. Merk schon.
Der steht ja auch nur blöd in der Gegend rum, anstatt zu schippen. Schlimm hier. Wenn ich sprinte, schmiert das Spiel ab. Echt? Schon wieder abgeraucht jetzt, oder was? Ja, man ist ein bisschen lauffaul. 10 Felder entfernt schlägt man das Metall bzw. den Stein. Also wir wohl nix? Wird meinst du wahrscheinlich. Ja. Also verkrümmelst du dich erstmal wieder, oder was? Alle Mitbewohner zusammenschlagen. Nicht so aggressiv. Nee, er kommt gleich wieder. Aber reiten und so bringt dann wohl nichts, wenn das beim Sprinten schon abschmiert. Einer ist Boxer und den anderen mag ich. Ja und, hast du Angst vor einem Boxer? Schicke Preise gewonnen. Ja und? Habe ich auch. Und nicht mit Boxen. So, erste Feld 38,9. Juhu, ich mache mir eine Strichliste. Und eine Strichliste für kaputte Schaufeln. Du machst deinen Schaufel kaputt? Was soll denn das? Pass mal besser auf das Werkzeug auf. Nee, ich habe bis jetzt noch keine kaputt gemacht. Heute zumindest. Da können wir, ihr sagt mir immer, wenn ihr eine neue Schaufel braucht hier wegen dem Projekt. Und dann mache ich dafür auch eine Strichliste. Dann gucken wir mal, wie viel Schaufel wir durch haben. Ich scheine letzte Woche echt eine Menge verpasst zu haben. Warum? Von den Wetten weiß ich auch nichts. Wir haben uns nur gefragt, wie viele Schaufeln bei dem Projekt wohl durchgehen. Nee, hätte er nicht. Ich konnte nicht hochladen. Ich muss die alle nachbearbeiten. Er hat diesmal ein Silentin gemacht und Soundprobleme. Ja. Warum? Soundproblemchen. Haha, schreibt er, ne? Ja, du hast Angst vor deinen Nachbarn? Warte mal ab, ich weiß, wo du wohnst jetzt. Echt, das weißt du auch schon? Ja. Sag jetzt nicht, du warst auch schon bei ihm. Ich habe ihm geholfen. Angst ist übertrieben. Oh, da steht ja ein Pferd im Weg. Da steht ein Pferd auf dem Flur und ich hänge drin fest. So. Oh, es wird langsam wieder hell. So, 36,9. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche, um das hochzugraben. Also mit der ersten Burgmauer ist mein Skill schon auf fast 40. Was? Naja, 1200 Steine. Ja, ein Wagen voll quasi, ne? Ein Wagen für eine Mauer. Aber das gibt die Mine ja locker her. Der Berg ist ja noch.
Ab welchem Skill kann man den Bergfried bauen? Weiß das jemand? 90 oder was? Ich hoffe nicht. Sekunde. Architektur 90. War klar. Dann musst du wohl jeden Stein einzeln reinschlagen. Oder alle 10 Steine. Du, das macht bei 1200 keinen Unterschied. Na, ein bisschen schon. Und man braucht viel Zeit. Und Langeweile. Ja, aber ich glaube, wenn du immer nur 10 machst, kriegst du auch weniger EP, als wenn du wirklich durchziehst. Jupp. Ja, wie es insgesamt ist, ist halt die Frage. Müssen wir mal gucken. Ja. Ach, ich bin schon wieder voll. Oh. Aber mir kommt da gerade eine ganz andere Idee. Oh, ich muss das Monument mal wieder kontrollieren, glaube ich. Da war ich schon ewig nicht mehr bei. Also aber dann kann ich auch. Ne? Letzte Folge? Letzte Folge hatte ich danach geschaut, da war es noch okay. Aber okay. Guck mal. Mach ich gleich. Inventar leer machen. Weil kannst ich dann ja auch sowieso eine Kuh schlachten, bitte. Ja, ich habe ja sowieso noch eine Halskette über, die ich beim Graben gefunden habe. Nein, nicht die Halsketten. Wieso nicht? Würdest du denn sonst machen? Goldnuggets. Ey, lieber eine Kiste voll Halsketten als Goldnuggets. Juwelenbesetzte Halskette? Ja, aber halt schön. Könnten wir noch eine zweite Wette machen? Wie viele Halsketten finden wir? Aber mein Glück bleibt das bei der einen, du. Ich habe schon 2. Meine liegt im Wagen, die ich gefunden habe. Das ist meine vorbildliche Frau. Gibt Schmuck ab, den sie findet. Ich habe doch schon die Kette. Warum soll ich die mehrmals haben? Hast du auch Ringe? Nein. Willst du Ringe? Nee, die tun so weh beim Schaufeln. Okay. 103.000 sind noch im Monument drin. 8.000 verbrauchen wir am Tag. War das ein Antrag, sagt Andi. Nein. Achso, eine Kuh schlachten sollte ich noch. Ich will keine Kuh schlachten, ich schlachte lieber einen Bullen. Ja, gut. Habe ich mir auch gerade gedacht. So, 4 dicke Felle, 100 Knochen. Ein bisschen Futter. Fleisch, das kann ich gar nicht tragen. Oh, ein Salentin leckt sich durch mein Bild. Hat er wieder Zuckungen quasi? Ja, aber sieht übel aus. Das wird dann ja am Fist Friday richtig mies. Ich kann ihn ja gar nicht treffen, wenn er so durch die Gegend springt. Wollte gerade sagen, Vorteil Salentin. Gut, dass wir nur stumpfe Waffen diesmal nehmen wollen. Nicht kompliziert, langwierig. Achso, ich muss ja auch Erde wieder mitnehmen. Oh.
Und ich dachte schon, ich hätte überzogen. Gut, wir sind wieder am Ende der Montagsfolge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen-Kommentar da. Wenn ihr bei mir schaut, schaut bei Barock. Wenn ihr bei Barock schaut, schaut bei mir. Bei Saltin geht's ja leider gerade nicht. Aber das verkraften wir ja. Über einen Daumen und einen Kommentar würden wir uns natürlich alle freuen, wenn ihr mitspielen wollt. Unsere IP und unser Passwort findet ihr in jeder unserer Videobeschreibungen. Wir spielen jeden Sonntag von 18 bis 22 Uhr für euch. Und wenn ihr Lust habt, stoßt einfach dazu. Ansonsten sage ich einfach mal, wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.